Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 14 mit der Trainerkarriere und ja, Spieler des Turniers wurde bekannt gegeben. Ziereis zum deutschen Pokalspieler gekürt. Das ist ja auch schwachsinnig. Da gibt es bestimmt bessere. Vor allen Dingen von Frankfurt. Wie lange waren die bei im Pokal, ne? Haben die es überhaupt ins Achtelfinale geschafft? Ne, Frankfurt war im Viertelfinale, so. Ich meine, wir haben die es ins Halbfinale geschafft, das meinte ich. Aber das ist ja auch toll. Tja, Aufstiegstrophäe. Düsseldorf und Hertha BSC spielen noch gegeneinander. Müssen wir nochmal schauen, wie die sich schlagen. Während wir hier nochmal reinschauen können. Ja, gut, dass du nicht stoppst. Ich habe die ganze Zeit gedrückt. So kriegen wir hier keine Pressekonferenz vorab. Ich habe ihm meinen Abschlussbericht zu Tyler Harvey geschickt. Nein, der ist jetzt nicht so prall. Der hier sieht gut aus. Max oder Max Clayton. Der sieht ganz gut aus, ehrlich gesagt. Der hier ist aber auch nicht verkehrt, der Devante Cole. Aber ich glaube, der hier sollte um einiges besser sein durch Beschleunigung und Beweglichkeit und so weiter. Und deswegen werden wir hier mal dem Max Clayton eine Anfrage schicken, ob er denn nicht bei uns spielen will nächste Saison. Auslaufende Spielerverträge, Marian Saar, Corey Günther, Yannick Bandowski. Ja, Bandowski lassen wir auch auslaufen. Morgen! Ich möchte nur sagen, dass ich glücklich darüber bin, einer der ersten Namen in der Aufstellung zu sein. Wegen meiner Einsatzzeiten, guten Morgen Trainer, meine Einsätze in der ersten Mannschaft waren sehr begrenzt. Ich hätte gerne mehr Chancen. Kann ich verstehen. Danke, dass Sie sich dafür entschieden haben, mich aufzustellen. Wir haben heute zwar nicht gewonnen. Nee, wir haben richtig schlecht gespielt. Und deswegen müssen wir auch gucken, was wir demnächst dann so machen werden. So. Wer wollte jetzt was von uns? Irgendwas mit Verträge? Genau, Verträge. Wir brauchen eigentlich nur Günther verlängern. Alle anderen sind, glaube ich, gar nicht so gedacht. Also die Marian Saar können wir jetzt nicht mehr verkaufen. Ist ein bisschen spät dafür. Aber ich glaube, der wird sich auch nicht in die Mannschaft spielen und deswegen wird er auch nicht mitkommen. Er wird natürlich einen Vertrag als künftiger Stammspieler kriegen. Und ansonsten. Ja, Marian Saar und Bandowski werden wir leider nicht verlängern. Ist halt so, die haben es nicht geschafft. Und Lewandowski verlässt den Verein. Das ist für ihn immer noch klar, sagt er. Wir geben ihm mal hier eine 190 und essentieller Stammspieler. Vielleicht bleibt er ja doch noch. Ne? Vielleicht haben wir die Chance ja doch noch. Kirch werden wir auch nicht verlängern. Haben wir alles schon geklärt gehabt. Gut. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt das Spiel der Spiele, das Entscheidende. In der Königsklasse gegen die Königlichen, gegen Real Madrid. Und das Wetter bewölkt. Kriegen wir den einzigen Titel? Das ist jetzt die große, große Frage. Ist es überhaupt sinnvoll, mit der Stammelf zu spielen? Das ist auch noch so eine Frage, weil zuletzt hatte sich die ja nicht bewährt, eigentlich. Wir nehmen mal Aubameyang in den Sturm und gucken am Ende, ob Lewandowski nicht doch die bessere Wahl ist. Aber Aubameyang glaube ich momentan irgendwie doch besser drauf, auch wenn es die Moral nicht sagt und die Form. Aber wir können ja auch, wie gesagt, dann relativ schnell wechseln. Wenn er jetzt hier so zwei, drei Dinger verhaut, dann nehmen wir halt den Levy drauf. Aber vielleicht hat er sich noch nicht so ganz erholt von seiner Verletzung. Oha, 10.000 Punkte da bekommen. Können wir ja mal versuchen, hier das Ding noch zu schaukeln. Bei der Übung da habe ich generell noch nicht so weit gespielt meistens. Boah, das war nix. Naja, komm. Problem ist immer, dass die Ewigkeiten dauert, ne? Gibt's noch die 100 Punkte, obwohl der Ball rausrollt? Super. So, das wird auch nix. Ja, toll, dass da genau die Kante erwischt wurde, damit der Ball nicht weiter aufspringt. Ja, sowas ist immer so eine Sache, will ich ja eigentlich immer nicht zeigen. Oh, wieder vorbeigerollert. Weil das so lange dauert, ne? Daran liegt's ja. Mit diesen ganzen Versuchen und so, es dauert immer ewig. Komm, mach ihn jetzt. Tolle Sache. 500 gibt es dafür wenigstens. Und dann nochmal 100 dafür, dass er liegen bleibt. Und das war nix. Wieder ungünstig gespielt. Naja, wenigstens einen Glückstreffer mit den 10.000 da gehabt. Weiß gar nicht. Hier dürfte ich sogar insgesamt noch nie so wirklich viele Punkte erzielt haben. Das wird auch nix. Ne. So. Gut, die Übung ist beendet. Gucken wir nochmal am Ende. Ja, der Naigo hat auch schon mal ganz gut Punkte gemacht. Wir haben auch schon mal mehr gehabt. Wahnsinn. Obwohl ich das nicht so wirklich hier lange gemacht habe bisher. Aber gut, wir starten ins Spiel rein, sind jetzt so ein bisschen hier gut drauf, hoffe ich.
So, natürlich jetzt hier die jeder Zweikampf auch entscheidend, ne? Und wenn man so ein Ding dann da verliert, ist das natürlich doof. So, Blaschikowski, auch einer von denen, wo ich sage, die haben sich nicht bewiesen. Also gerade der Blaschikowski, ob der jetzt hier so Stamm spielen sollte, ist so eine Frage, ne? Der war ja in letzter Zeit eigentlich nicht mehr so eine sichere Nummer. Da hat sich Bakalli ja wesentlich besser geschlagen als er. Von daher hätte er wahrscheinlich hier auch eher eine Chance verdient gehabt. Aber wir haben ja im Nachhinein dann doch nie, doch noch die Möglichkeit, hier ein, zwei Leute draufzubringen. Müssen wir gucken, wie wir das dann machen. Hauptsache, wir verhökern die tolle Champions League-Leistung von uns jetzt hier nicht, indem wir gegen Real Madrid hier das Spiel komplett aus der Hand geben. Wäre natürlich schade. Und da ist es wirklich so, ein Ronaldo kann hier mal wirklich das Spiel komplett entscheiden. Natürlich auch andere Spieler, ganz klar, aber gerade der Ronaldo, ich weiß nicht, ob er spielt hier Stamm. Ist ja auch immer so eine Sache. Die lassen ja auch manchmal Spieler spielen, wo ich mir denke, was soll das jetzt? Na. So. Und jetzt bitte nach vorne mit dem Bing. Mit dem Bing, genau, mit dem Ding. So, Reus. Schön ist auch, schafft es eine Mannschaft, die gegen Bochum verliert, gegen ein Real Madrid zu gewinnen, ne? Anscheinend! Reus kommt da zum Köpfen und wir machen das 1 zu 0. Das ist doch ein guter Start hier auf jeden Fall in der 13. Minute. Reus mit seinem 11. Saisontor und dafür hat er sich das richtige Spiel ausgesucht. Steht darin genau richtig, um den Abpraller dann anzunehmen. Das muss man ja auch erstmal stehen. So. Ach Gott, das war jetzt doof. So sollte der eigentlich gar nicht kommen, der Ball, aber okay. So, Aubameyang. Ah, wird da wieder gesperrt ohne Ende. Ich finde das so dämlich, dass sich hier die Spieler so leicht sperren lassen, ja? Das ist bei dem letzten Teil, glaube ich, nicht so gewesen, dass man da so leicht gesperrt wurde und dass die immer dagegen laufen. Weil ich vergleiche immer noch, ne? Wir sind immer noch, wir sind schon am Ende der ersten Saison und ich vergleiche immer noch das Spiel mit dem vorherigen. Gibt halt Vorteile, Nachteile, aber so manche Sachen, ach, ist halt einfach ärgerlich. Ist natürlich öfters mal so, dass Spieler gesperrt werden, auch im Realen, ganz klar, ne? Aber dass die dann überhaupt gar nicht die Chance haben, vorbeizulaufen und das so oft, das ist halt Quatsch, ne? Weil die Spieler würden ja mit aller Kraft versuchen, da vorbeizukommen. Und manchmal sperren die Gegner ja auch nicht aktiv, sondern sind da einfach nur im Weg und dann laufen die nicht vorbei, sondern gegen den Spieler gegen, weil oh, der schnellste Weg zum Ball ist genau durch den Spieler durch natürlich. Das ist natürlich ein bisschen komisch. So. Der erste wirklich gefährliche Schuss von Real Madrid. Also was heißt wirklich gefährlich, er war drüber. Aber es war halt ein Schuss, der hätte reingehen können. Wenn da der Spieler ein bisschen besser geschossen hätte. So, was machst du denn da? Lauf doch mal nach vorne. Gerade da oben. Na, Wahnsinn. Bis er das so gecheckt hat, wann er nach vorne laufen muss. Ah, wieder zu weit nach innen gezogen, dann kommt da wieder der Gegenspieler ran. So, mach ihn um. Mach ihn um, genau. Hau ihn um. Das ist doch kein Foul, Mensch. Das ist ein ganz normaler Zweikampf. Ganz normaler Zweikampf. Die Hand hat da jeder mal draußen. Weg mit dem Ei. So, Aubameyang. So, da mussten wir ein bisschen verzögern, um den Ball da mitnehmen zu können. Ja, ist natürlich jetzt schwierig, schwierig mit so einen Verteidigern hier mitzuhalten. Die haben ja mit die schnellsten Verteidiger auch. Mit diesem, ich weiß gar nicht, wie heißt der junge Spieler da? Irgend so ein ganz Jungen hat. Der Varane war das, glaube ich, ne? Ich mich da recht entsinne, der war eigentlich ziemlich gut. Hallo, Foul, Elfer. Das war im Elfmeterraum, oder? Das Foul? Ja. Gut, es gibt einen Elfmeter. Wen lassen wir das schießen? Das ist die Frage. Ja, Reus hat schon einen gemacht. Werde zum Held unseres Spiels. Mach ihn rein. Und das ist das 2 zu 0 gegen Real Madrid im Finale. Puh. Ich sag noch nicht, dass es die Vorentscheidung ist, aber es ist auf jeden Fall schon mal gut, dass wir jetzt so einen kleinen Puffer haben. 2 zu 0 gegen Real Madrid. Und gegen Bochum verlieren wir 1 zu 0. Ist schon erstaunlich, was unsere Mannschaft so leistet. Und es ist genau dieselbe Mannschaft, die spielt, ne? Spielt kein anderer Spieler. Und jetzt spielen die hier so einen relativ guten Stiefel runter.
Ich weiß nicht, ob wir die wirklich zu sehr unterschätzt haben, die Bochumer. Ich denke mal, daran lag es vielleicht, dass ich mir, also im Endeffekt habe ich sie nicht unterschätzt, was die Spieler anging. Ich habe ja die besten Leute draufgestellt, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie wirklich so stark dann doch spielen, ne? Und wie gesagt, was wir dann nächste Saison haben werden, ist ein Bochum in der U im UEFA Cup. Und da ist das 3 zu 0, jetzt ist es dann doch sicher. Mkhitaryan werden noch überhaupt nicht bedrängt. Ja, Real Madrid, was los, ne? Also so eindeutig hätte ich das ja jetzt hier nicht erwartet. Gerade gegen Real Madrid, dass sie so defensiv schwach sind, hätte ich nicht gedacht. Offensiv sind die ja auch nicht so schlecht, glaube ich. Aber defensiv haben die ja hier gar nichts gezeigt. Bisher. Und ich denke mal, da wird auch nichts mehr kommen. Also hier, gerade diese Laufduelle, die hier auch gar nicht erst angenommen werden. Gegen Aubameyang. Komisch, komisch. So, ich möchte aber Duxch nochmal draufsetzen am Ende. Lewandowski wird sich da bestimmt nicht beschweren, wenn er jetzt mal hier nicht spielt. Er hat ja im letzten Spiel gespielt. Ich hoffe mal, das reicht ihm. Und er war ja verletzt. Von daher hat er in der... Das gibt Gelb. Hat er in der Zeit wahrscheinlich keine Beschwerden gehabt, dass er zu selten gespielt hat. Ist ja auch mal so toll. Beschweren sich immer alle möglichen Spieler. Ja, natürlich, natürlich. Da ruppt er ihn um. Gelbe Karte. Gibt's noch mal eine gelbe? Ja. Habe ich mir schon gedacht. Auch für Piszczek die gelbe, die war auch gerechtfertigt. Da haben wir ein bisschen zu doll reingegrätscht. Und ich denke mal, jetzt gibt's das Gegentor. Das erste. Ich hoffe, dass es kein weiteres gibt. Wenn es denn jetzt eins gibt und es gibt keins. Gut gemacht hier von Weidenfeller. Lässt sich da nicht beirren. Und ja, an sich war der Schuss natürlich auch nicht so stark, muss man sagen. Ja, wurden hier ein bisschen abgedrängt, aber ganz fair natürlich vom Verteidiger. Aber somit hatten wir da keine Chance mehr ranzugehen. So, Bakalli wird auf jeden Fall nochmal die Chance kriegen. Und ansonsten gucken wir halt nochmal, wer als drittes hier mitkommt. Bakalli, boah, der war so gar nicht geplant. Der sollte nach oben gehen. Da oben steht Mkhitaryan, da habe ich hingepasst. Und er spielt dann zu Aubameyang, warum auch immer. Der stand eigentlich noch nicht mal über ihm, sondern ungefähr auf derselben Linie. Also, warum der manchmal zu irgendwelchen Leuten passt, muss ich hier nicht verstehen. So. Nein, oh, das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Bin ich auch gespannt, ob der Trainer, Quatsch, ob der Vorstand da mit uns zufrieden ist, wenn wir hier in der Liga und in der Dings Zweiter werden, aber ich glaube, und im deutschen Pokal, aber ich glaube doch schon. Damit kann man leben. Oh, Blaschi, Blaschi, ey. Das war ganz schlecht. So, wir werden die nicht eine ganze Halbzeit spielen lassen, einfach nur, weil es halt doch nur Auswechselspieler sind und wir es dann doch nicht übertreiben wollen gegen Real Madrid. Wir können das Ding noch 3 zu 3 spielen. Wir haben es gegen Wolfsburg gesehen. Ich meine, da hatten wir schon ein Tor drin in der Zeit, aber trotzdem ist es alles noch möglich. Ich will hier noch nicht beschreien, dass es zu 100% gewonnen ist, aber ich glaube, das Spiel aus der Hand zu geben, wird schwierig. Und bisher haben wir es bisher auch nur einmal geschafft. Und Royce mit einem schönen Schuss, aber der Torwart natürlich auch mal gezeigt, dass er was hält. Ich weiß nicht, ob hier Casillas drin ist. Casillas meine ich. Mittlerweile, ah, der hat die Nummer 1. Jo, da ist er nochmal drin. Subotic darf auch nochmal. 4 zu 0 gegen Real Madrid. Was ist denn hier los? Meine Güte. Ja, da sieht man wieder diesen tollen Haarschnitt von Weitem. Hier hat er wieder den normalen Haarschnitt. Von Weitem sieht er ganz komisch aus. Hier, wenn man das so sieht. Und jetzt läuft er nochmal auf uns zu. Ah, nee, sieht man nicht. Aber ich glaube, das habe ich schon öfters erwähnt. So. Mit einem 4 zu 0, dann habe ich echt jetzt hier jede Hoffnung drauf verloren, dass Real Madrid nochmal zurückkommt ins Spiel. Zumindest nicht mehr so wirklich zwingend und verändernd, was das Spielergebnis angeht. Da wird nichts mehr gehen. Lasst denen jetzt hier das ein oder andere Tor noch machen. Das wird vielleicht passieren, aber am Ergebnis wird das nichts mehr verändern. Also am Sieg natürlich ändert das was am Ergebnis. Aber es ist halt nur so ein bisschen Kosmetik dann noch. Ist ja echt lächerlich, wie die hier aufspielen. Ja, und das. Oh, das Tor auch nochmal vereitelt da. Ich dachte schon, das erste Tor wäre schon drin. So, Aubameyang wieder überlaufen. Wer ist denn das da bei euch in der Verteidigung, der so schlecht laufen kann?
Der kann ja gar nichts. Jedes Laufduell hat Aubameyang bisher gegen den gewonnen. Also hier die Nummer 2. Das war richtig schlecht von dem. Dass er den nicht macht, also muss er ja auch nicht. Wir spielen ja immerhin gegen so eine gute Mannschaft wie Real Madrid, ne? Aber dass er den nicht macht, war da Glück für Real sozusagen. Also hatte da nichts mit der Leistung von denen zu tun. Vielleicht vom Torwart natürlich, aber sonst. So, Aubameyang nochmal? Ne, zu langsam diesmal. Gut, Gündogan. Mit dem Außenriss passt wieder. Das kann aber auch richtig gut, ne? Ich glaube, das ist meistens er, der mit diesen Außenrisspässen kommt. Die sind richtig schön. Vor allen Dingen als Vorlage sind die immer auch richtig super. Kriegt man aber selten hin. Weil er die meistens nur spielt, wenn wir mitten im Feld sind. Weil das ja auch hohe Pässe sind. So. Na, ich wollte schon sagen, wenn du jetzt nochmal pfeifst, also da war ja noch nichts zu sehen. So, jetzt können wir hier nochmal die Auswechslung schnell machen. 4 zu 0, also muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Blaschikowski geht auf jeden Fall runter, haben wir gesagt. Dann werden wir hier nochmal Buchs draufbringen, haben wir gesagt. Und als dritten sieht so aus, nee. Wir haben ja gar keinen Offensiven mehr mit dabei. Wenn, dann hätten wir Sahin. Aber wir brauchen eigentlich nicht auf die Dings gehen, auf die Sachen hier, sondern wir können eigentlich gucken, wem wir so mal die Chance geben. Geben wir mal Cancelo die Chance. Piszczek mit einer gelben. Damit er hier keine gelb-rote kriegt, können wir da auch noch mal ein bisschen vorsorgen. Alles andere ist ja egal, das wird ja nicht für die nächste Saison gespeichert. Und ja, dann machen wir jetzt noch mal Ende oder am Ende so eine kleine Auswertung sozusagen von der Saison. Und beim nächsten Mal gibt es dann Saisonbeginn und so weiter. Beziehungsweise, ach nee, wir haben ja noch sogar die WM. Aber ich muss trotzdem nochmal hier reingucken, meine Statistiken und so weiter, sonst kommt man, glaube ich, nachher nicht mehr auf den Bildschirm von der Mannschaft, sondern ist dann im WM-Modus sozusagen und ist dann nur noch bei seiner Nationalmannschaft. Also müssen wir hier nochmal generell die Sachen durchschauen. Tore des, Quatsch, Tore des Monats, genau. Die Torjägerliste und so weiter. Gucken wir alles nochmal durch. Was für eine Sachen wir da bekommen. Es wäre auch immer schön, wenn wir so eine Vitrine hätten, wo wir das alles drin aufbewahren würden. Wie bei Fußball Manager, da war das, glaube ich, so, da hat man immer alle Titel, die man je bekommen hat und so weiter, alles an Titel, die die Spieler gekriegt haben und so weiter, hat man alles gesehen. So, Duxch wieder mal richtig gut dabei, kennt man nicht anders von dem Jungen. Also, dass der immer so super spielt, das ist echt der Hammer. So, Duxch, willst du nochmal hier Real Madrid einen reinzimmern? Ich hab's nur aus Spaß gesagt, ja, aber er will vielleicht doch. Müssen wir gucken, ob er das hinbekommt. Weidenfeller 5 Spiele im Pokal ohne Gegentor, das ist ja eigentlich ja gar nicht so viel. Aber das zeigt auch, wie stark unsere Gegner auch zwischenzeitlich waren im Pokal, ne? Ich meine, das eine, das haben wir, glaube ich, auch mit einer absoluten C11 gespielt. In der Quali-Phase, aber das war auch wurscht. Aber ansonsten haben wir halt doch Probleme auch manchmal gehabt, ne? Gegen die Bayern 0-0 im Rückspiel. Gegen Chelsea haben wir ja auch, glaube ich, unentschieden gespielt dann. Also das heißt Probleme, ne? Probleme würde heißen, wenn wir da wirklich arg im Bedrängnis waren. Das waren wir in der Champions League ehrlich gesagt am wenigsten, ne? Von den ganzen Wettbewerben hier, von den dreien, die wir mitgemacht haben, waren wir in der Champions League am wenigsten im Bedrängnis und haben eigentlich am besten spielen können. Sogar mit B11, mit C11 haben wir da ganz gut eigentlich uns präsentiert, glaube ich. Uah. Hau ihn um. Ja, super. Ja, wir werden jetzt nämlich nochmal gucken, wie sich unsere Spieler jetzt schon verbessert haben. Und dann gucken wir nochmal Anfang der Saison, da ändert sich das nämlich nochmal. Ja, das war ein Foul, Kollege. Wollte ja eigentlich schon längst passen mit ihm, ja, mit dem Buksch. Aber der steht da rum und macht gar nichts. Das ist immer dieses Typische, die sind schlecht, die Spieler, die dürfen nicht alles so können, wie es normale Spieler können. Komische Sache, wie das hier so eingestellt ist. So. Lauf. Ach Gott. Bände auch immer so offensiv hier. Läuft immer so vorne mit, flankt in letzter Zeit ziemlich häufig und so. Gerade ein Bender, der wie gesagt wirklich der Defensivmann ist, wenn er in der Defensive spielt. Oh. Hallo. Das sind Pässe hier. Ist ja der Wahnsinn. Ein Glück führen wir 4 zu 0. Ein Glück.
Gut, jetzt gibt es nochmal eine Ecke, vielleicht machen sie ja nochmal eins, aber wie gesagt, groß Wert drauf legen würde ich nicht und würden die, glaube ich, auch nicht, ob sie jetzt hier noch eins machen. Weil peinlich ist das so oder so, was sie hier abgeliefert haben. Kommen ins Finale und lassen sich dann hier 4 zu 0 wegputzen. Hallo, kommt mal einer her? Na Wahnsinn. So. Da oben, ja, nicht schnell genug gespielt, den Pass. Ich wollte eigentlich sehr viel Druck hinterbringen, aber war anscheinend nicht der Fall. So, alle unsere Spieler jetzt hinten. Schon gut, wie die sich wieder verteilt haben nach hinten. Warum haben sie das gegen Bochum nicht so gemacht, ne? Obwohl Bochum ja wirklich nur eine wirklich gute Chance hat und die haben sie genutzt. Ich komme nicht drüber weg über das Spiel. Weil es einfach so schade ist, gegen so einen Gegner im Finale, wenn man schon so einen Gegner nur hat, das Ding dann nicht zu machen, ne? Also da dann nicht den Deckel drauf zu machen. Aber ich glaube, mit der Champions League können wir uns zufrieden geben. Ist auch ein guter Titel. Ist ja eigentlich so der beste, den man erreichen kann. Von daher, vielleicht erreichen wir sogar noch den Copa Europa oder wie das heißt. Und da haben wir den Titel gewonnen. Unser erster Titel in der Trainerkarriere. Ja, feiern, feiern. Der beste Spieler war Marco Reus mit einer 9,0 sogar. Ansonsten haben wir noch Superdeutsch mit einer 8,8 zu erwähnen. Ansonsten, ja, relativ gute Leistung. Bei einem 4 zu 0 hätte man es natürlich noch besser sehen können, aber okay. Gut, und damit haben wir den Titel geschafft. Wir gucken, wie gesagt, jetzt nochmal schnell durch, wie es aussieht mit Tore des Monats und so weiter. Das können wir jetzt, glaube ich, noch machen und deswegen machen wir das. Ja, Quatsch, Tore des Monats, wie komme ich denn da drauf? Tabellen und so weiter. Ja, was wir doch gucken wollten, war doch die Relegation. Wie ist denn die abgelaufen? Wo kann ich die denn überhaupt sehen? Und Spielerstatistiken und Mannschaftsstatistiken. Teamstatistik, was war da noch Schönes? X, gut. Gucken wir Spielerstatistiken. Euroleague, da waren wir nicht dabei. Champions League waren wir dabei. Da war Mkhitaryan auf Platz 1 mit Eto und Nasri zusammen. Das ist doch gut. Quatsch, gucken wir nochmal hier schnell die Vorlagen. Gelbe Karten hat sich da keiner von uns hier qualifiziert. Ohne Gegentor natürlich Weidenfeller. Ja, ist meistens so, dass die Mannschaften, die am weitesten kommen, auch die meisten Spiele ohne Gegentor machen. Reus, 5 Tore, Quatsch, Torvorlagen und damit auch auf Platz 1. Also Champions League haben wir gut abgeräumt. Deutscher Pokal, Bruma auf der 1 mit 2 Torvorlagen nur. Torjäger auf der Nummer 1 ist Reus auch wieder dabei mit 3 Toren. Also da waren auch nicht allzu viele zu holen. Gut, Bundesliga. Wie sieht's da aus? Gelbe Karten brauchen wir erstmal nicht gucken. Ohne Gegentor. Ach siehst du, da waren wir noch hier. Deutscher Pokal ohne Gegentor. Hallo. So. Und nochmal. Ja, gut. Weidenfeller nur 1 ohne Gegentor. Also nicht so gut. Der Bochumer Lute. Und der hat ja auch gegen uns keins reingelassen. Auch Platz 1, also auch wahrscheinlich verdient. Und ja, hier die Torvorlagen. Gut, da hat Blaschi bei uns die meisten, beziehungsweise ich soll ihn ja Kuba nennen, ich nenne ihn ja immer Blaschi. Ich habe es mitbekommen, aber ich mache es ja trotzdem zumeist. Und ja, also Kuba hier auf Platz 2 mit Ribéry und Schweinsteiger zusammen und auch noch Werner. Torjäger hat es Lewandowski dann doch mit 15 Toren, das ist ja recht wenig, auf Platz 1 geschafft. Und ansonsten ohne Gegentor natürlich Weidenfeller, 15 Spiele, aber gleich auf mit Neuer. Gut, das waren die Statistiken und jetzt gucken wir nochmal schnell, was die Mannschaft sagt. Wie haben sie sich verbessert? Wir wollen hier nochmal reingucken in den Teambericht. Hat sich da noch großartig was getan? Also ich glaube, das war alles bisher so, wie es jetzt gerade hier steht. Haben wir ja zuletzt schon mal reingeguckt gehabt. Nee, hier Duxch hat nochmal einen Punkt gekriegt. Na, endlich. Das hat ja nochmal gefruchtet, was wir da gemacht haben. Und Cancelo hat auch nochmal einen gekriegt. Ansonsten glaube ich doch zu sehen, dass kein anderer sich noch verbessert hat. Grimaldo ist ja auch wirklich so ein Spieler, der verbessert sich ja auch so gut wie nie. Alcacer hat noch einen Punkt gemacht, das ist aber auch gut. Und sonst, ja, hat sich hier Kehl nochmal verschlechtert, also da hat es nicht wirklich Sinn. Der Leitner hat sich nicht großartig verbessert, das ist schade. Und ja, das war's dann so für diese Saison, würde ich sagen. Monatsbericht Jugendmannschaft, gucken wir nochmal schnell rein. Immer noch keiner 16.
Aber das sind schon richtig gute Spieler, ne? Der Tim Peitz, das ist ein Hammer. 63 bis 77 hat er jetzt schon. Das ist echt super klasse. Und Courtois nicht ganz so gut mehr wie am Anfang erwartet, aber jetzt hier der Alonso trotzdem schon ziemlich, ziemlich gut dabei, auch bis zu 70. Das sind schon super Talente, die wir da demnächst auch mit hochziehen können. Auslaufende Verträge haben wir schon gesehen. Aus Koray Günther. Gucken wir nochmal schnell rein. Koray Günther hatten wir doch eigentlich schon gemacht, oder nicht? Koray Günther. Fahndung läuft immer noch. Ja, Jung, lass dir mal nicht so viel Zeit, aber ich glaube, wir haben so viel noch nicht simuliert seitdem. Moment. Kennedy brauchen wir ja eigentlich nicht mehr, ne? Und Birobiro ist zwar ein schneller, aber ich glaube, der andere war besser. Boah, 78 Dribbling, meine Güte. Ist ja der Hammer. Der hier ist aber auch nicht verkehrt, ne? Auch wenn der jetzt nicht so der schnellste ist, der Kennedy, aber sieht ja auch nicht verkehrt aus. Von den Werten hier zum Beispiel Schusskraft, das ist ja der Hammer. Abschluss. Dribbling. Lange Schüsse. Da werden wir auch mal eine Anfrage schicken. Ihr könnt ja dann entscheiden, wen wir holen. Wir haben ja jetzt ganz viel Zeit auch. Und da können wir nochmal schnell raufschauen, wie er so drauf war. Als Übersicht und dann nochmal bei dem anderen. Ja, Lewandowski lehnt ab. Das ist schade, ne? Wir werden Lewandowski verlieren. Max oder Max Clayton, das ist der zweite, den werde ich eben jetzt auch nochmal schnell angucken. Und dann wäre für euch nochmal jetzt die Sache, ihr entscheidet jetzt, wann, welchen Spieler wir uns von den beiden holen. Ja, Kennedy oder den anderen. Moment, nochmal schnell reingeguckt. Max Clayton, den haben wir hier. Ist natürlich ein super schneller Mann, ja, aber das Problem ist, dass er hier nicht so gut ist. Da hat er zum Beispiel, was Schusskraft angeht, nicht so gute Werte bei langen Schüssen und so weiter. Und generell auch so, die anderen Werte sind relativ schlecht, ne? Von daher ist bald der Kennedy ein bisschen besser, oder Kennedy wird ja eigentlich mit Doppel-N geschrieben, glaube ich. Gut, und dann beim nächsten Mal geht's weiter mit mit der WM. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Ich wünsche noch einen schönen Tag, euer Shuto.